Hallo zusammen. Wenn ihr wissen wollt, wie wir diese coolen Schnecken zubereiten, dann bleibt dran. Denn es ist wieder Zeit, den Grill anzuschmeißen. Sehr geil. Dank dir, Klaus. Das ist Klaus. Wenn ihr Klaus Grillkanal noch nicht kennt, müsst ihr auf den Link klicken. Unbedingt einen Besuch abstatten und ein Abo dalassen. Aber jetzt zum eigentlichen Gericht. Heute gibt es Kulmbacher Rolle. Oder besser gesagt, Kulmbacher Schnecken. Für diese Kulmbacher Schnecken starten wir erstmal mit etwas Blätterteig. Hier habe ich Blätterteig aus dem örtlichen Supermarkt, aus dem Kühlregal. Nicht der tiefgefrorene, sondern der in der Kühlung liegt, den man sofort verarbeiten kann. Den bereiten wir erstmal aus. Dann nehmen wir für eine Runde Kulmbacher Schnecken 700 Gramm frisches Mett. Bei Mett handelt es sich um Schweinemett, also Schweinehack, was wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, um den Gefrierpunkt gekuttert wurde. Dies ist noch etwas gewürzt. Und diese Menge verteilen wir dann gleichmäßig etwas weniger als fingerdick auf unserem Blätterteig. Dann kommt die Gewürzmischung. Ihr habt sie gesehen, Don Marcos Pickwing Rub. Passt super, wie ich finde. Davon brauchen wir, naja, ihr seht das so, 3 bis 4 Teelöffel voll, die wir großzügig verteilen auf unser Mett. Ja, und dann fangen wir an, das Ganze einzurollen. Ich mache immer zwei Rollen aus einer Lage Blätterteig, rolle also einmal bis zur Mitte. Dann schneide ich das Ganze durch. Und danach rollen wir die zweite Hälfte ein. Und man könnte das dann am Ende auch am Stück grillen, weil wenn es zu dick wird, dann haben wir eigentlich zu viel Blätterteig im Innen und der geht nicht auf und bleibt matschig. Deshalb finde ich es eigentlich so etwas schöner. So sieht das Ganze aus. Wir müssen dann versuchen, die Enden noch ein bisschen zuzukriegen und das Ganze etwas glatt zu streichen. Ich schneide dann auch immer da das Teil weg. Den Überrest sieht ein bisschen ordentlicher aus. Da seht ihr, man kann es in der Mitte noch etwas fester rollen. Das probieren wir dann beim zweiten Mal etwas besser zu machen. Und dann rollen wir auch den zweiten Teil ein. Und dann kann man das Ganze, wenn man möchte, noch etwas kalt legen. In dem Fall war es so, ich habe noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber gepackt und das Ganze dann nochmal in den Kühler gelegt. Kurz bevor wir es dann grillen wollen, nehmen wir es aus der Kühlung raus, lassen es etwas Raumtemperatur annehmen und dann schneiden wir etwa daumendicke Schnecken. Wie gesagt, wenn man es im Ganzen grillen wollen würde, das könnte man auch machen, aber dann läuft man Gefahr, dass innen drin der Blätterteig nicht richtig aufgeht. So bekommt der Blätterteig von allen Seiten Hitze. Das funktioniert meines Erachtens besser. So, dann verteilen wir diese auf unserem Monolithgrill, der ist auf indirekte Hitze vorbereitet, etwa 150 bis 160 Grad. Und dann lassen wir unsere Kulmbacher Schnecken bei indirekter Hitze garen. Gucken uns gleich mal zwischendurch an, wie sie aussehen. Nach etwa 20 Minuten sehen die dann so aus. Da kann man sie dann drehen, wenn man das möchte. Also ich empfehle sie zu drehen. Man merkt auch, wie schön der Blätterteig aufgeht, gerade am Rand. Ja, vielleicht musste man nur geeignetes Werkzeug dafür nehmen, um es zu drehen. Ganz schön heiß. Ja, und nochmal knappe 10 Minuten, 15 Minuten später sehen die Kulmbacher Schnecken dann so aus. Ich bin schwer begeistert davon. Das ist ein super Fingerfood. Das kann man auch kalt essen, das kann man direkt warm verspachteln. Das ist eine Sensation. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Hier noch die letzten Close-ups. Unbedingt beim Kanal vom Klaus reinschauen. Klaus grillt. Der macht sensationelle Videos. Super netter Kerl. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben oder ein Abo oder einen Kommentar. Besucht meine Fanpages, Twitter, Google Plus und Facebook. Freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank an Don Markus für die Rubs. Sensationell. Ich bin raus, euer Markus.